absolut die Chancen sind da. Weil wenn wir das Spiel gewinnen und Atletico gewinnt nicht, dann sind wir weiter. Also das ist eine Chance. Da sind Leute, die sagen, das ist eine kleine Chance. Das kann sein, aber die Chance ist da. Und wenn eine Chance da ist, muss man die nutzen. Letzter Spieltag in der Champions League Gruppenphase und was für einer hier in der Bayer Arena. Bayern 04 empfängt Juventus Turin und damit herzlich willkommen, liebe Bayern 04 Fans, zu unserer Pre-Match-Show vor diesem Kracherspiel. Bayern 04 hat die Europa League Qualifikation sicher, aber es ist noch mehr möglich und darüber wollen wir heute Abend sprechen mit Stefan Kießling. Schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Ohne Krücken diesmal geht's dir besser. Ja, viel besser. Hab die Krücken seit 2 Wochen weg. Und fühle mich wie ein neuer Mensch. Was sagt das Bauchgefühl vor so einem entscheidenden Spiel heute Abend? Ist schwierig zu sagen. Also jeder freut sich irgendwie auf das letzte Spiel jetzt hier. Man sieht es, es ist eine unglaubliche Atmosphäre auch da schon jetzt hat. Ich glaube, so viele Leute waren zu dem Zeitpunkt noch nie im Stadion. Und es ist was Besonderes, das merkt man den ganzen Tag über. Ich hoffe, dass die Spieler das auf dem Feld zeigen können. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Bei Juve, muss man sagen, sind ja auch ein paar Spieler dabei, die in deinem Alter sind. Wie ist es dann für dich, Kribbelz, da doch noch mal ein bisschen mehr heute Abend mitmischen zu wollen? Es kribbelt natürlich immer. Man ist da irgendwie Fußballer durch und durch. Nur es gibt halt dann nur mal Phasen oder eine Situation, dann, wo man das beenden muss. Bei mir war es eben durch die Hüfte. Wer weiß, was danach noch passiert wäre. Und deswegen drücke ich jetzt einfach in einer anderen Art und Weise die Daumen, wie als Spieler damals, und ja, hoffe, dass die anderen das jetzt dann heute so gestalten, dass wir vielleicht auch für eine Überraschung sorgen. Auf was für einen Abend dürfen wir uns denn heute freuen, von der Atmosphäre her? Ja, wie gerade schon kurz, also ich glaube, dass es eben was Besonderes ist. Sowas hatten wir nicht allzu Tage hier. Der Tag fing schon los, gespannt an. Die Sicherheitsvorkehrungen sind viel, viel größer wie sonst. Man sieht es, dass die Fans, vor allem die italienischen Fans, schon da sind. Die wollen ihr Idol Cristiano Ronaldo sehen. Ich bin echt gespannt einfach. Also ich glaube, es wird ein besonderer Tag, ein besonderes Spiel. Und ich hoffe eben, wie gesagt, dass wir die Spannung so groß, so lang wie möglich halten, um vielleicht auch selber den Big Point zu machen, um für eine Überraschung zu sorgen. Denn das muss man einfach sagen, das wäre es dann, das Spiel zu gewinnen und gleichzeitig vielleicht auch ein gewisses Glück zu haben, was auf dem anderen Platz passiert. Aber jetzt mal ehrlich, hättest du nach den ersten 3 Spieltagen gedacht, dass wir heute hier stehen und dass die theoretische Möglichkeit gibt, in der Champions League noch weiterzukommen? Nicht so. Also war schon schwierig nach den ersten 3 Spielen, dann da auch noch so dran zu glauben. Und den Glauben darf man natürlich nie verlieren. Und das haben die Jungs nicht. Also die haben Gas gegeben und das ist, muss man auch erstmal schaffen. Die haben alles da rausgeholt und jetzt sich selber noch die Chance zu bewahren, das Ganze irgendwie zu schaffen. Und das haben sie sich verdient. Und auch wenn wir ein bisschen Glück brauchen, wir warten ab, was passiert. Wir können dazu gleich mal einen Blick auf die Tabelle werfen, wenn die Regie sie einmal einblenden würde. Da sehen wir sie. Das Parallelspiel heute, du hast es gesagt, Atletico gegen Moskau. Wie schätzt du die Chancen ein, auch im Hinblick eben auf das Parallelspiel? Gut, das Gute ist schon mal, Madrid muss auch gewinnen. Also wenn wir gewinnen, dann müssen sie auch gewinnen. Bisschen ärgerlich ist natürlich der direkte Vergleich, dass wir den verloren haben gegen Atletico, sonst wäre natürlich noch viel, viel mehr drin. Ich glaube einfach, dass Moskau ist eine starke Mannschaft und die haben das in den Spielen davor auch schon gezeigt gehabt, dass sie große Gegner schlagen können. Die waren nah dran und die wollen sich, glaube ich, auch gut aus der Champions League-Saison verabschieden. Und darauf schielen wir alle darauf, dass sie das auch machen.
Und die Mannschaft hat ja gerade auch einen richtigen Lauf. Also Leverkusen, die beiden letzten Champions-League-Spiele gewonnen und die Top-Spiele in der Bundesliga. Wie viel Schwung kann sowas dann jetzt auch für heute Abend geben? Großen Schwung. Es gibt eine breite Brust, die hat man, die darf man jetzt auch haben. Man darf sich heute auch nicht verstecken. Der Respekt ist da, der darf dann auch nicht zu groß sein. Es ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber, Juve. Nichtsdestotrotz haben wir auch wiederum überhaupt nichts zu verlieren. Also wir sind in der Euroleague drin. Viele rechnen nicht mehr damit, dass wir in der Champions League weiterkommen. Und genau das ist vielleicht auch so ein bisschen der Pluspunkt und das, was wir dann immer rausholen können. Denkst du, es ist dann auch ein Vorteil, also dass man jetzt Platz 3 sicher hat, so ein psychologischer Vorteil, dass da jetzt vielleicht dann der Erwartungsdruck nicht mehr so groß ist? Ja, du kannst, je nachdem wie das Spiel natürlich läuft, aber es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn es beispielsweise 0-0 steht und du unbedingt dann einen Sieg brauchst, um weiterzukommen, in dem Fall, ohne dass, wenn du jetzt noch einen reinkriegst, dass die Gefahr besteht, dass du komplett aus dem Wettbewerb draußen bist. Und jetzt hast du es sicher, du bist in der Euroleague, du bist nächstes oder in der Rückrunde international erstmal dabei. Das ist super. Das war auch unser Minimalziel. Und ja, diese Chance jetzt überhaupt zu haben, die soll man irgendwie wahrnehmen. Und du musst mit aller Macht versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, um erstmal deine Aufgabe erfüllt zu haben. Und dann, ja, gucken wir mal. Ich habe jetzt gerade übers Ohr gehört, dass der Bus im Stau steht. Hast du sowas schon mal erlebt? Wie ist das dann für einen Spieler? Ja, doch, im Stau standen wir schon das ein oder andere Mal. Nichtsdestotrotz haben die Spieler, glaube ich, einen sehr, sehr kurzen oder eine sehr kurze Anreise vom Hotel hierher. Wie gesagt, das ist ungewöhnlich, das ist ein besonderer Tag. Das läuft schon oder ist schon eine ganze Zeit so. Und ich bin so gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Platz 3, muss man ja sagen, ist letztendlich nur sicher geworden, weil die Werkself das Spiel in Moskau vor 2 Wochen mit 2-0 erfolgreich gestaltet hat. Und deswegen wollen wir uns das Ganze nochmal angucken. Hier nochmal die Tore für euch. Ja, geiles Tor auf jeden Fall von Sven Bender. Hinten ist eine echte Bank und vorne jetzt noch so ein Traumtor geschossen. Welchen Wert hat er für die Mannschaft? Ja, einen sehr großen Wert. Du hast es gerade gesagt, also hinten ist er einfach stabil. Er spielt hervorragend, er macht die Räume zu, er hat ein gutes Auge für die Mitspieler, ist kopfballstark. Also genau das, was wir brauchen. So einen sicheren Fels in der Brandung, würde ich sagen. Ja, und vorne, ich konnte ja leider noch nicht mit nach Moskau fliegen, aufgrund der Krücken und habe das Ganze vor der Couch gesehen. Aber da bin ich aufgesprungen bei dem Tor, weil es einfach fantastisch war und mich so mega gefreut habe für ihn und natürlich für uns alle. Wir wollen aber auch über das erste Tor sprechen. War wieder mal ein Eigentor, das 7. in dieser Saison. 3 der letzten 5 Champions-League-Treffer in dieser Saison waren Eigentore. Was sagt das aus? Gar nichts. Also in erster Linie gar nichts. Das sind Statistiken, die gibt's, die führen die Statistiker einfach mit sich. Das zeigt gar nichts aus. Wenn jetzt der eigene Mann nicht da gestanden hätte, wäre vielleicht einer von uns da gestanden oder auch einer vom Gegner, der den Ball weggehauen hätte. Das ist so gefallen, wie es gefallen ist. Und für uns ist es ja allgemein gut, weil wir jetzt eben auch durch solche Sachen oder durch dieses 1-0 in Moskau eben die Chance auch eben heute haben. Man muss ja sagen, Peter Bosch hat es auch schon vorher angekündigt mit den Eigentoren. Wir sind mal gespannt, vielleicht sehen wir heute eins. Wir lassen uns überraschen. Genau. Auf jeden Fall habe ich gerade gehört, dass der Bus angekommen ist und diese Bilder wollen wir euch jetzt zeigen. Damit ab an Nico. Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sehen, die Bayern04-Mannschaft ist in der Bay-Arena angekommen, konzentriert, siegesgewiss, selbstbewusst. Und hier sehen wir zum Beispiel Kevin Volland in die Kabine gehen. Und man kann auch selbstbewusst sein. 7 Siege aus 9 Spielen. Atletico, Bayern München, Schalke geschlagen. Heute natürlich mit Juventus Turin ein großes Kaliber hier in der Bay-Arena unterwegs. Hier sehen wir zum Beispiel auch den zweifachen Torschützen des Schalke-Spiels, Lucas Alario. Klar kommt mit Juventus Turin
Fantastische Mannschaft, aber ich denke, auch wenn wir in die Gesichter schauen, konzentriert, fokussiert und selbstbewusst darf man gerne sein. Damit zurück wieder zu euch an den Tisch. Dankeschön, Nico. Und jetzt wollen wir natürlich über den Gegner heute sprechen. Juventus Turin, ganz schöner Kracher. Am Wochenende haben sie die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Stefan, wie hast du die Italiener in der letzten Zeit verfolgt? Wahrgenommen. Ich weniger, weil natürlich die Spieler sich oder das Trainerteam sich damit beschäftigt hat. Gut, dass Juve natürlich einer der besten Mannschaften in Europa ist, wenn nicht sogar der Welt. Ist kein Geheimnis. Ja, die haben Weltklasse-Spieler in ihren Reihen. Ich hätte gerne gehabt, dass wir ihnen die erste Niederlage verpasst hätten, aber das kann ja noch kommen. Ich hoffe eben auf die zweite Niederlage. Ja, genau. Und daher, es ist eine klasse Mannschaft, auch wenn sie schon durch sind. Die wollen dieses Spiel hier gewinnen. Das merkt man auch daran, dass Cristiano Ronaldo einfach mitgeflogen ist. Er ist so ehrgeizig, dass er am liebsten jedes Spiel machen will, vor allem wenn er fit ist. Und das wird er definitiv auf die Mannschaft tragen und daher, es wird keine einfache Aufgabe und schon gar kein Selbstläufer. Hoffen wir auf Juves erste Champions League-Niederlage in dieser Saison. Ja. Auf jeden Fall, viele dachten, eine B11 würde jetzt anreisen von Juve, das ist definitiv nicht der Fall. Wie würdest du jetzt sagen, kann es gelingen, Juve zu knacken? Ja, das meine ich ja, das ist eine hochprofessionelle Mannschaft, die dieses letzte Spiel auch gewinnen möchte. Und ja, wir müssen einfach diszipliniert spielen. Wir müssen unser Spiel natürlich auch denen aufzwingen, so ein bisschen. Gleichzeitig natürlich auch sicher stehen, da keinen reinkriegen. Wir haben es eigentlich teilweise gar nicht so schlecht gemacht gehabt in Turin. Durch einen dummen Fehler, den wir dann da begangen hatten, sind wir dann auch in Rückstand geraten. Und da war es dann natürlich schwierig, aber da haben wir an sich nicht schlecht gemacht. Und wenn wir daran anknüpfen können, vor allem dann auch an den letzten Wochen, dann ist da einiges drin. Und das gewisse Quäntchen Glück, das braucht man auch heute wieder. Ich höre jetzt gerade, die Spieler kommen auf den Platz. Ja, der erste ist da, Retzos sehe ich, genau. Damit gebe ich nochmal ab an Cedric. So, und jetzt sehen wir schon die Spieler bei der Platzbegehung. Panagiotis Retzos, unser Grieche, ist der Erste, der mal hier so ein bisschen ranschnuppert an diesem wunderbaren Champions-League-Abend. Vielleicht noch ein Foto macht für Instagram und dann geht's gleich los. Dann gibt's Vollgas-Fußball hier in der Bayer-Arena und auch die Juve-Stars kommen gleich raus auf den Rasen und schauen sich hier im Weiten rund um, nehmen so ein bisschen Tuchfühlung auf. Pjanic, Ronaldo, Dybala, die werden aber nicht nur gleich beim Warmmachen auf dem Rasen zu sehen sein, sondern wahrscheinlich dann auch in der Startaufstellung. Das vermute ich jetzt einfach mal, ohne dass ich sie habe, denn es läuft momentan nicht rund bei Juve. 3:1 Niederlage bei Lazio Rom. Das ist eine Niederlage, die ja zum ersten Mal nach 16 Jahren wieder stattfand gegen Lazio. Und sie müssen liefern, denn die italienische Presse, die ist gnadenlos. Da gibt es dann das Kreuzfeuer. Wenn die heute nicht liefern, dann ist es morgen wieder schlimm um Juve bestellt in der Presse. Deswegen werden sie wahrscheinlich heute mit einem Star-Ensemble auftreten, trotz dessen, dass sie schon durch sind. Und der Ronaldo, den wir auch gleich sehen, der hat bislang in der Champions League nur einmal getroffen. Und zwar gegen die Leverkusener im Hinspiel. Das ist ja fast schon Majestätsbeleidigung. Also auch er brennt auf weitere Tore heute in der Bayer Arena. Aber das werden und dürfen wir nicht zulassen. Ja, und jetzt wollen wir noch mal schauen, wie das Abschlusstraining gestern aussah. Die Werkself hat hier in der Bayer Arena ihr Abschlusstraining absolviert. Und da schauen wir jetzt noch mal drauf und haben den Kommentar von Nico. So, da sehen wir nochmal die Bilder vom gestrigen Abschlusstraining. Natürlich auch hier hochkonzentriert, voller Anspannung schon auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch mit der nötigen Lockerheit. Und das können jetzt gleich natürlich die Experten am Tisch sicherlich beantworten, wie man in ein solches Abschlusstraining reingeht. Auf jeden Fall die Werkself guten Mutes. Alles ist noch möglich, hat ja auch Kai Havertz zum Beispiel gesagt. Und von Peter Boss gab es ein Extralob für Charles Aranguiz. Ist also, da war einiges Positives dabei, hoffentlich natürlich gleich auch beim Spiel. Also dann wieder zurück zu Mara. Ja, danke schön, Nico. Und wir haben Zuwachs bekommen. Carsten Ramelow, schön, dass du da bist bei uns. 2006 bis 2008 habt ihr gemeinsam bei Bayern 04 gespielt. Wie ist das heute? Wie ist der Kontakt bestehen geblieben? Und wie war es damals? Was soll ich jetzt sagen? Das nee, ist ja angenehm, aber das, ich glaube, dem Kies geht es ähnlich. Also wir haben immer noch Kontakt, das ist sehr schön, weil
Ich glaube, wenn du erstmal raus bist, dann hast du eigentlich nachher zu ganz wenigen noch Kontakt. Und das ist auch normal, jeder sucht irgendwie seinen Weg. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man hier und da, ich glaube, irgendwie braucht man ja manche Dinge. Nicht jetzt, wenn ich rufe ihn nicht nur an, wenn ich ein Trikot brauche oder so, ne, von Bayern 04. Sondern ich habe mein Trainingscamp dieses Jahr wieder gehabt, der Kies kam vorbei und so. Das ist einfach so total entspannt. Und ich glaube, so Jungs, und das meine ich echt im Ernst, das findest du halt selten. Und das ist einfach, ich glaube, deswegen hatten wir immer so eine Ebene, wo wir uns wirklich gut verstanden haben. Und ist schön und mich freut sehr, dass wir heute noch einen guten Kontakt haben. Schöne Worte für dich. Vielen Dank. Willst du auch noch was sagen, oder? Nee, das reicht. Okay. Ich kam ja mit 21 hierher und Kalle war ein alter Sack dann eigentlich ja schon. Ne? Ja. Und ich habe einfach viel von ihm gelernt und wir haben uns super verstanden und das hat sich die letzten Jahre einfach nicht verändert. Klar sieht man sich nicht mehr jeden Tag, aber genau das ist irgendwie so besonders, dass wenn irgendwie was ist, dass man für den anderen trotzdem da ist. Und wenn er was hat, bin ich da. Und genauso habe ich ihn auch schon 2-3 Sachen gefragt. Und ist einfach schön dann mit anzusehen. Schön. Aber wir wollen jetzt natürlich auch über die Champions League und deine Erfahrungen in der Champions League sprechen. 2002 hast du als Kapitän die Mannschaft ins Finale auf den Platz geführt. Was sind das für Erinnerungen daran? Ja, das ist ja schon ziemlich lange her, ne? Die Zeit rast und ja, ich habe letztens meine Trikots aus dem Keller so ein bisschen aussortiert, weil all die Jahre hingen die bei mir im Keller und ich habe natürlich nur positive Erinnerungen dran, genau. Und ja, wir haben eine Medaille mitgenommen, ne? Das weiß ja jeder, das ist ja auch bekannt und es waren oft die zweiten Plätze, aber ganz ehrlich, ich bin stolz darüber und es kann auch der Verein sein, weil so zurückblickend, ich glaube, das Wichtigste, was mir jetzt so bewusst wird, ne, das ist, egal ob du deinen Job machst oder egal wer seinen Job macht, ich glaube, man muss alles reinwerfen, man muss alles geben und darum geht's. Und wenn am Ende der zweite Platz rausspringt, gut, dann ist es so. Und ich glaube, das haben wir aber versucht. Wir haben alles reingeschmissen, wir haben alles gegeben. Und gerade dieses Jahr 2002, ne, mit der WM noch, wie sind wir denn? Ich bin ja 4-mal Zweiter geworden. Also es wird auch in Zukunft nicht mehr so oft vorkommen, glaube ich, aber nochmal. Total stolz, ich blicke gerne zurück und es war eine super schöne Zeit. Genau, und auch im Jahr 2002 gab es das Duell mit Juventus Turin, was ihr hier 3-1 in der Bayer Arena beim Rückspiel gewonnen habt. Was sind das für Erinnerungen daran und was war damals ausschlaggebend? Ja, wir hatten ja einige Highlights in dieser Saison und klar, gegen Juve, das ist so wie heute Abend. Ich glaube, jeder Spieler sollte sich darauf freuen, weil du weißt nicht, wie oft kommt noch die Möglichkeit. Ja, das damals gab es, auf der anderen Seite, also bei Juve gab es genauso gute Spieler wie heutzutage. Gut, da war jetzt kein Ronaldo dabei, aber vorne war Trezeguet oder Pavel Nedved war dabei. Buffon, der steht immer noch im Tor. Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt schon 11 Jahre raus und der steht immer noch im Tor. Und aber auch da, ich glaube, der Mannschaftserfolg. Also du kannst natürlich nur auch gegenhalten. Die letzten Spiele haben es ja gezeigt. In Leverkusen hat es in München ganz gut gemacht. Natürlich brauchst du auch Glück dazu. Aber das haben sich irgendwie auch erarbeitet und wenn sie einen guten Abend heute erwischen und ich weiß nicht, ob jetzt Juve in Bestbesetzung aufläuft, aber trotzdem ist es noch gut genug. Also es wird schwer, aber die Chancen sind durchaus da. Genau, und wir haben jetzt auch gerade eben die Szene gesehen, wo Hansjörg Butsch damals Buffon einen Elfmeter eingeschenkt hat. Sehr schöne Szene und genau wie du sagst, heute nach 17 Jahren ist er immer noch beziehungsweise wieder bei Juve. Auf jeden Fall erstaunlich, wahrscheinlich auch für dich, Kiesling. Ja gut, das ist toll, der ist ein bisschen einfacher wie für uns als Feldspieler, aber ist schon Wahnsinn, wenn man überlegt, dass er so quasi ein paar Leute überholt hat, obwohl er schon vorher eine Karriere begonnen hat. Und dann quasi noch länger spielt. Also das ist schon grandios. Und auf dem hohen Niveau trotzdem auch noch mitzuhalten, top. Also dafür ist er einer der weltbesten Torhüter, die es wahrscheinlich je gab. Und Carsten, die Mannschaft, die du jetzt heute siehst, traust du dir auch einen Sieg gegen Juventus zu? Absolut. Ich sagte ja, ich glaube, diesen Schwung, den sie in den letzten Wochen auch jetzt bekommen haben, den sollten sie natürlich versuchen, mit ins Spiel reinzunehmen. Und ich glaube, du weißt jetzt, Spieler, wie schwer diese Aufgabe heute Abend ist. Das ist denen allen bewusst, das ist klar. Aber es ist ja auch eine große Chance. Nochmal, so ein Abend. Wir merken es ja selber, irgendwie es kribbelt überall. Das ist schon eine besondere Stimmung. Und ja, das müssen die Jungs genießen. Raus und alles geben. Da sind wir wieder bei dem Thema und Zusammenhalt. Und dann vielleicht in der richtigen Situation ein Tor machen. Also warum nicht? Das ist alles möglich. Wir wissen alle, auf der anderen Seite ist jemand, ne, wenn der richtig Lust hat. Ich denke, er wird ja heute spielen.
Wenn der richtig Lust hat, ich glaube, dann wird es sowieso schwer. Aber trotzdem nochmal, ich glaube, der Zusammenhalt, das könnte heute Abend ausschlaggebend sein. Eine andere Frage, Stefan. Wer würdest du sagen, oder kann man das überhaupt sagen, ist der heutige Ramelow im Kader? Der heutige Ramelow? Ja, genau. Gut, da muss man natürlich auf die Position gehen, ne? Und ist einfach so, dass Kalle ein Sechser gespielt hat. Und wenn man unsere Sechser nimmt, er ist zwar blond, aber er war immer so ein Krieger eigentlich. Ist auf dem Platz gewesen, hat alles rausgeholt. Und Charles Arangis ist bei uns der Krieger. Und also wenn der einen nehmen muss, den du vergleichen musst, dann ist es er. Jetzt wird es gerade ganz schön laut hier. Danke Carsten auf jeden Fall schon mal. Zu abschließend natürlich noch die Frage, danke, was du heute tippst. Ich tippe mal, ich gönn's natürlich Leverkusen, das ist klar, aber ich tippe mal auf ein Unentschieden, mal 1-1. Okay, unsere Fans sind ein bisschen optimistischer. Da wollen wir jetzt noch mal reinhören, denn wir haben vor dem Spiel Stimmen zum Spiel gesammelt. Jungs, Juve, knackt ihr! Sieg, Kampf, halt zusammen, ihr schafft das! Drückt euch die Daumen! Ich glaube an euch, ihr schafft das, Jungs. Ihr habt noch alle Chancen, Atletico muss nicht unbedingt gewinnen. Die Russen haben noch was gut zu machen, von daher packen wir's. Atletico wird patzen, also viel Erfolg und gibt Gas. Haut mal ordentlich einen raus gegen die Italiener, oder? Haut die mal richtig weg. Nicht nur das, Jungs, ihr könnt die Hinrunde richtig geil abrunden, wenn ihr heute nochmal einen Dreier mitnimmt. Haut nochmal richtig einen raus. Gebt Gas, Jungs, gebt alles, da geht noch was. Jetzt haben wir noch einmal einen Schritt zu tun und den werden wir wohl hinkriegen. Alle zusammen, Bayern 04, das geht. Juve ist kein Gegner für uns hier. Ihr schafft das, Jungs. Ihr seid die Helden hier. Gegen Juve holt ihr alles raus, das weiß ich. Und wir werden gewinnen. Natürlich werden wir gewinnen. Weil ihr einfach gut seid. Seid auch gut drauf, seid gut in Form. Und dann passt mal auf, im Fußball passieren Wunder. Und Atletico, die geben die Punkte ab. Und ja, wir sind nächstes Jahr auch noch in der Champions League. Also gebt Gas, wir machen das. Jawohl, Bayern 04. Ja, Stefan, wenn wir uns jetzt umdrehen bzw. auf den Monitor schauen, sehen wir nochmal ein paar Spieler von Juve, die jetzt auch angekommen sind. Vielleicht kannst du das Ganze mal kommentieren. Gut, was soll ich großartig kommentieren? Die schauen sich den Platz an, schauen sich das Stadion an. Juve hat ja gestern nicht hier trainiert, genau. Die haben ja noch in Italien trainiert und sind dann erst hochgeflogen. Daher ist das eine ganz normale Prozedur, dass du ins Stadion reinkommst, dir den Platz anschaust. Kurz die Atmosphäre aufsaugst, die gewissermaßen ja auch schon da ist. Wir wissen, was auf uns heute zukommt, glaube ich. Sehr gut. Und jetzt wollen wir uns die Startelf anschauen, die das Ganze heute in die Wege leiten soll. Da sehen wir sie. Deine Einschätzung bitte, Stefan. Ja, also Drago hat ein gutes Bundesligaspiel gemacht gegen Schalke, finde ich. Deswegen wird er auch belohnt, um da heute auch ja, hoffentlich wie Sven da wie eine Fels in der Brandung zu stehen. Und ansonsten, Sinkgraven hat es auch verdient gehabt, da mal nach seiner Verletzung auf der linken Seite zu spielen, Wendel da auch eine Pause zu gönnen. Diaby rutscht rein, das ist wichtig, da auch einen schnellen Mann zu haben. Das gleiche wie mit Karim auf der anderen Seite. Ich denke, Lukas hat am Wochenende ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Nicht nur die zwei Tore, sondern war präsent, hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat auch Freistöße herausgearbeitet. Also das ist wichtig, das braucht man als Stürmer. Und Kai hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch viel besser wie vor seiner Verletzung. Ich glaube, es ist manchmal ganz gut, oder man wünscht sich ja nie mal eine Verletzung, aber eine Auszeit zu haben. Und die hat er eigentlich gehabt mit dem Faserriss. Und ich glaube, dass er da auch gestärkt rausgekommen ist. Sind wir gespannt, was die Mannschaft heute auf den Platz bringt. Jetzt abschließend auch noch dein Tipp. Ja, ich bin einer der schlechtesten Tipper, die es gibt. daher weiß ich nicht. Ich hoffe, ein Sieg natürlich für uns, ganz klar. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, wir gewinnen 2-1. Sehr gut. Das wäre schön. Das war es damit von uns. Und um 21 Uhr ist Anpfiff. Bayern 04 gegen Juventus Turin. Ihr könnt es auf der Zone verfolgen oder in schwarz-roter Sicht im Bergselbradio. Viel Spaß dabei und einen schönen Fußballabend. Ja.